Herzlich willkommen zurück. Lex. Okay, ich wusste, dass es funktioniert, wenn ich das sage. Wollte ich eigentlich schauen, woran das liegt? Warum es so laggt? Kranker Dschungel. Nein. Oh, I got a new gadget. Okay. Here's a monkey radar. Monkey radar. Help you track those monkeys. Help you track those monkeys down. Yes. An solchen Momenten könnte ich mein Aufnahmeprogramm zusammenschlagen. Schaut es euch einfach an. Ich hoffe, man hört das nicht im Hintergrund, dieses Kling, 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 Kling. Es ist einfach meine verkrackte Mutter, die auf dem Schlagzeug herumhaut. Nein, es ist was anderes. Es hätte hinkommen können. Ich rede hier einfach gerade nur die Zeit weg, damit es endlich zu Ende geht. Ich habe einfach mal eine Idee. So. Ich mache hier mal wieder einen kurzen Cut, bis meine Mutter fertig ist mit ihren verkrackten Schlagzeug-Solos. Ich hoffe, man hört das nicht. Ich höre es mir jetzt einfach nicht mal an. Bis gleich. So, willkommen zurück. Okay, The Monkey Raider. Warum leckt das eigentlich so? Schüttiger Lauch, ey. Was? Schüttiger Lauch, willst du mich verarschen? Nein, ich bin nicht Nico. Okay, das Affenradar. Damit kann ich bestimmte Affen von einem Ort aus finden. Sagen wir mal jetzt, die sind versteckt. Und da kann ich mir ungefähr so suchen. Hier ist eine Bombe drin und ich habe verloren. Ach, verdammt. Okay, nochmal von neu. Also, ja, gut. Es laggt gerade. Also sagen wir mal, hier ist kein Affe drin. Hier ist kein Affe drin. Da ist ein Affe drin. Hier ist ein Affe drin. Und hier ist ein Affe drin. Und dort in den drei Boxen sind nur Bomben drin. To use the monkey radar, press start. Achso, okay. Also, Tasten verlegen. Bei Start und Gadgets. Ich habe gerade einen Skype angeschrieben. Wer ist das nur? Warum? Spectre hat mich in Skype angeschrieben. Hello, Professor. Hello, Professor. Remember, hello, Professor. It's me, Spectre. The future Spectre. The leader of the new age. That's right. Apes will soon rule the world. Apes, just as it should have been from the beginning. Spectre, what's going on here? What are you planning to hear? What to do? Spectre, oh yes. You're the monkey that performs at the amusement park. What? He's that cute little monkey that everyone loves to come and see? Everyone loves to come and see? But how? Yes, that's right. I stumbled onto this incredible invention of yours. This peak point helmet. This peak point helmet. Nein, das ist nicht das Video, das ist mein Laptop. And now I plan to rule the world. I plan to rule the world. And I owe it to you, Professor. Spectre, you must listen to me carefully. It's true that the peak point helmet will augment your intelligence to heightened levels when it's worn. However, it is still incomplete. It's never been tested and may be very dangerous to use. I advise, no, I insist that you bring the peak point helmet back to me immediately. Bring it back? Are you kidding? I'm sorry, Professor, but it's too late. I've already made duplicate helmets for my new army of apes. For my new army of apes. There's no stopping us now. The future is mine. Don't try and trick me into giving this helmet back, Professor. I'm smarter than you. I even figured out how to use the time station. I've already sent my armies back in time to rewrite history. No longer will humans be the dominant species. I will rule this world. Don't bother trying to stop me. Huh. Spike will find you. Just wait. You'll see.
We're not gonna stand around and let you take over! Spike? That little runt? He doesn't scare me. I've got a surprise for him. Jake! I've always wanted to go up against you. Now here's my chance. I'm gonna have a great time destroying you and showing you who's the real hero. What's happening? What's wrong with you? Do you realize what you're saying? Do you know who you're talking to? Snap out of it! Pull yourself together! Can you hear me? It's no use. Somehow he's been brainwashed and he's being controlled by Spectre. That's right, Professor. You're very perceptive. The boy you see here isn't the same anymore. He works for me now. I'm in control, and no one can stop me, especially not you. Well, I've got to go now, but I'm sure we'll be talking again soon. Okay. Und was müssen wir machen? Sechs Affen ein... was? Ja, sechs Affen einfangen und vier... wie hießen die jetzt? Spectre-Münzen, genau, sind in dem Level. Okay. So. So, willkommen zurück. Ich habe immer noch das Problem gehoben. Ich habe echt keine Ahnung, wo das liegen soll. Wow. Ach. Haha, wie denn? Selbes Prinzip wie mit den Eiern. Draufschlagen, wenn Affe drin ist, hieß rauskommen, sag ich. Boah. Habt ihr den Skill gesehen? Hieß rauskommen und einfangen. Und nicht von den Dingern auffressen lassen. Ah, das ist einer der schwierigsten eigentlich im ganzen Level. Aber ich hab's beim zweiten Mal geschafft. Nett. So, was haben wir hier? Der Affe ist eigentlich auch ziemlich schwer zu bekommen. Es ist ziemlich tricky. Wie gesagt, so wie die anderen. Hochspringen. Und einfangen. Ich glaube, ich hole auch meistens nur die schweren Affen, um euch zu schauen, wie die zu bekommen sind. Ich meine, die einfachen Affen rennen einfach herum, sind Nonsense platziert, also sinnlos platziert. Ohne Sinn. Meine Nase läuft gerade. Lecker. Lecker Grießbrei. Grießbrei von Uncle Benz. Nein, Spaß beiseite. Ich höre einen Affen. Mal klar, dass er ein Affe ist. Ist er da unten oder ist er oben? Ne, er ist oben. Gut. So, ich hole mir erstmal die Treeforce-Teile. Und wir springen auf den Pilz. Okay, hier kommen wir noch nicht weiter. Hier brauchen wir auch noch ein bestimmtes Gadget. There's a resource of my scanning show that there's something on the other side of the valley. You need a flying gadget, ja. Oh, spoiler doch nicht, ey. Scheiß Spoiler, ey. Scheiß Digga Lauch. Spoiler, Digga. Lang. Okay, nee. Ich will nicht auf das Niveau von Nico herunterkommen. Yeah, ich bin mitten in die Pflanze rein. Okay, nein. Ich kann nicht sagen, auf das Niveau von Nico herunterkommen. Ich will gerne auf sein Niveau runterkommen. Ich mag sein Niveau und seine Sprüche und sein schündiger Lauch. Nein. Ich will das jetzt nicht in den LP benutzen und sagen, ey, das hast du von dem Chewbacca geklaut. Okay, das machen wir wann anders. Ich hab keinen Bock auf Affen und UFOs. Okay,